Im Idealfall geht ihr komplett ohne Erwartungshaltung an ein Spiel ran und dann kann euch nichts enttäuschen. Oder umso mehr. Was uns heute eher enttäuschen kann, ist dieser kleine Link hier. Weil ich immer noch keine Ahnung habe, wo wir hingehen können. Wir haben ja in der Stream Week mit dem Combo Randomizer angefangen. Haben schon sehr viel eigentlich abgehakt. Also sind an vielen Orten schon gewesen. Die Sache ist, bevor wir eigentlich nach Majora rüber müssen, wirklich müssen, müssten wir eigentlich die Ocarina der Zeit und die Hymne der Zeit haben, weil wir uns sonst in Majora fast softlocken. Weil, ne, sobald die Zeit abläuft, ist vorbei. Das Problem ist, wir haben die Hymne der Zeit noch nicht. Wir haben Salias Lied, Bolero des Feuers und die Kantate des Lichts. Da bin ich übrigens sehr froh drum, dass wir die haben. Aber, ja, gut, und wir haben halt die Ocarina der Zeit. Aber wir können halt sonst aktuell da nichts mitmachen. Wir bräuchten Bomben, um vielleicht in Dodongos Höhle reinzugehen. Um dort noch ein bisschen zu gucken. Aber, naja. Wir haben keine Bomben. Ach, meine Haare haben sich schon wieder verändert. Und es hat auch einfach niemand Bomben. Ich glaube, in allen möglichen Shops waren wir bisher. Wobei, Moment. Ah, stimmt, die waren für Majora. Ich wollte gerade sagen, da liegen doch Krabbelminen rum, aber die, nee, die kann ich nicht verwenden. Was ich vielleicht gucken kann, die Schießbude. Die habe ich nämlich noch gar nicht gemacht hier. Kann ich die ohne Schleuder einfach machen? Ja, darf ich. Oh Gott, erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. Meh. Ich habe eh einen verpasst, von daher. Oh Gott. Ja, ich möchte es gerne nochmal versuchen. Aber gut, die Reihenfolge ist also immer die gleiche. Da verkacke ich es schon wieder. Oh, ich liebe die Steuerung auf diesem scheiß Gamepad. Das ist wunderbar. Wisst ihr, was auch wunderbar ist? Die Schießbude in Majora. So, dann noch die zwei da. So, geht doch. Was gibt's? Wow. Okay. Das nutzloseste Item, was ich hätte kriegen können. Wie geht's Koronospa 1 und 2? Koronospa 1 ist fast weg. Koronospa 2 ist voll dabei. Wir gehen nochmal in den Mitternachtsmarkt. Ich muss nochmal gucken, was sie da haben. Die Sache ist, es liegt gar nicht mal wirklich an dem Spiel. Es liegt einfach an diesem beschissenen Gamepad, was ich habe. Oh, es wird fast Nacht. Perfekt. Dass es einfach sehr ungenau ist. Was war das aber für ein Item? Der N64-Vibrator. Es trifft es im Endeffekt wirklich gut. Weil das ist halt wirklich so ein Item. Das konntest du... Also nein! Ich wollte gerade die Brücke hoch. Damit ich mir Geld hole.
Also das Item, das ist dieser Vibrator, den benutzt man normalerweise, man kann den unten in den Controller einstecken und der vibriert dann an einigen Stellen, dass dann in der Nähe eine versteckte Höhle ist. Braucht man legitim, boah, ich glaube eine Höhle in Kakariko, eine in den verlorenen Wäldern, beziehungsweise auf der versteckten Lichtung und nochmal eine in den verlorenen Wäldern, ich weiß es nicht genau. Aber eigentlich ist es absolut nutzlos, ein Todesberg. Wo am Todesberg ist noch eine versteckte Höhle, das ist die vor Goronia? Da ist wieder das Kind. Hochziehen! Habe ich ein paar Skultulas? Nein. Nicht genug. Im Steinkreis. Also dann wirklich der vor Goronia. Ja. Die machen pünktlich Feierabend. Ich wollte die Rente wieder haben. Tja. Oh, wei. Sonne geht jetzt eh wieder auf. Perfekt. Perfekt, die Zeit vertrödelt. Das Blöde ist aber, ich muss wieder bis Nacht warten, weil ich ja noch an den Mitternachtsshop möchte. Moment, ich kann mir das Geld eben noch holen. Gibt es irgendwo einen Spot in Ocarina of Time, wo es Safe-Bomben-Drops gibt? Warum ist Link eigentlich rosa? Ich weiß es nicht. Das wurde random so bestimmt. Ist hier Bomb drin? Oder ist hier überall nur Geld drin? Oh, so ein Herz. Ist auch nur Geld. Link ist JBO-Fan. Boah, die habe ich schon ewig nicht gehört. Beziehungsweise die Korrektur. Nicht ich habe sie gehört. Meine besten Freunde haben die immer gehört. Und dementsprechend habe ich sie automatisch mitgehört, weil, naja, das lief halt sehr oft, wenn wir irgendwie mal bei einem von uns waren. Beziehungsweise nicht bei mir, sondern eher bei den anderen beiden. Dementsprechend hatte ich sehr oft JBO-Musik. Witzigerweise kenne ich deswegen auch gefühlt sehr viele Texte davon, auch wenn ich die Musik eigentlich gar nicht so sehr mag. So, wir wollen wieder warten. Wir müssen nämlich warten, bis es dunkel wird. JBO ist eine Coverband. Eine deutsche. Die... ja... eher recht vulgäre Covers macht. Sagen wir es mal so. Das sind so Lieder, die hörst du gerne, wenn du besoffen bist. Zumindest habe ich das bei meinen beiden Schulkumpels halt so gehabt. Die waren sehr oft mal etwas angetrunkener und haben das gerne gehört. Deswegen assoziiere ich damit halt eben eher so Sauflieder. Aber ja. Während wir warten, gehen wir doch mal durch, wo ich alles hin kann und wo nicht. So, Dorf der Kokiris. Habe ich das Loch? Habe ich den Shop? Da ist nichts. Dekubaum. Sind wir nach oben gegangen? Soweit alles erledigt. Wir müssen runter, aber dafür brauchen wir die Schleuder, um weiterzukommen. Das heißt, der ist erstmal weg. In die verlorene Wälder. Wir haben mit denen alle Musik gemacht. Wir haben Käfer ins Loch getan, alle beide Male. Wir haben mit den ganzen Händlern gesprochen und uns die ganzen Sachen schon geholt. Boah, was, wenn mir einer von den Bomben verkauft? Das könnte vielleicht noch sein. Ich müsste nochmal die Dekohändler nochmal abgehen und gucken, ob irgendjemand davon Bomben verkauft. Im verlorenen Wald sind noch zwei Löcher, die ich glaube ich aufsprengen müsste. Kann ich halt nicht machen. Im Theater waren wir. Hinten auf der verlassenen Lichtung Richtung Waldtempel. Da fehlt auch noch ein Loch, wo ich noch ein paar Gegner besiegen musste. Wir haben übrigens immer noch kein Schwert. Das kommt auch noch dazu. Und da kann ich auch mit der Schleuder auch noch was machen. Also da ist noch einiges offen.
Den Sora-Fluss, den kann ich eh komplett skippen, weil keine Bomben. Dann Kakariko. Ich glaube, die Kleinigkeiten in Kakariko habe ich mal. Ich hätte so eine Sache, die ich machen könnte. Das würde uns aber nur ein bisschen Energie kosten. Nee, hier war auch nichts. Ist das der Schild für hier oder für Majora? Ach, für Majora natürlich. Das ist immer für Majora. Das Hühner-Minispiel haben wir auf jeden Fall. Ich habe keine Krabbelminen, nee. Ja gut, dann brauche ich auch nichts von. Was wir machen könnten, ich muss jetzt leider wieder warten, bis es Tag wird. Also hey, noch mehr Zeit verplempern. Wir könnten auf den Vulkan gehen. Halt ohne Schild. Also den lege ich auf jeden Fall ab, sonst verbrennt der uns. Und würden uns da von der Eule zurück nach Kakariko tragen lassen, um dann oben in das eine Haus rein zu können, wo an der Seite das über dem Hühnerstall offen ist. Da würden wir so noch an ein Item reinkommen. Kannst du ihn überhaupt ablegen? Ich hoffe. Nun. Nein, kann ich nicht. Na gut, dann verbrennt er uns der halt. Ist halt dann so. Ah, in Kakariko selbst. Kann ich in das Haus mit dem Huhn, was auf der Baustelle liegt? Weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß ja, als Erwachsener kann man da hochspringen, aber ich dachte, als Kind kommt man wirklich nur von oben da hin, aber ich kann es mal ausprobieren. Minispiel haben wir gemacht, mit Boris haben wir das gemacht, mit Grab waren wir, das haben wir gemacht. Ah, Hymne der Sonne, oder, nee, nicht Hymne der Sonne, das Wiegenlied haben wir nicht, also können wir da auch nicht weitermachen. Ja. Moment, ist noch nicht Tag. Ja, es ist Tag. Beziehungsweise jetzt haben wir wenigstens noch ein bisschen Musik. Das wäre ja langweilig, Lizzie. Dann irre ich doch lieber jetzt die restlichen 3 Stunden rum und suche den Weg, anstatt dass ich da jetzt irgendwie Bomben reincheate. Muss ja auch irgendwie gehen. Anderweitig. Gut, bei den Gerudos können wir eh nichts machen. Am Wasserfall oder im Tal dort haben wir alles gemacht. Was halt die Kuh und, nicht die Kuh, das Loch hinter der Kuh und das hinterm Wasserfall ist. Gut, und See haben wir, glaube ich, auch nichts weiter. Wir haben geangelt. Und wir waren in einem Grab. So, wo ist denn das Huhn? Also wie soll ich jetzt von hier aus da hinten hinkommen? Ich müsste wahrscheinlich einen Huhn hier hochwerfen. Also ich müsste wahrscheinlich einen Huhn hier hochwerfen und schnell noch weiter hochwerfen. Ich kann die Donnerblume nicht hochheben, ist das Problem. Link ist einfach zu schwach. Wobei, ich habe eine andere Idee. Ich glaube, ich weiß, wie ich da hinkommen könnte. Von da oben vielleicht, oben rechts. Da ist nämlich doch auch noch ein Huhn.
Was war eigentlich in dem Loch hier, wo ich gerade hier bin? Ah, eine Truhe, die ich schon geöffnet habe. Na gut. Dann halt von hier oben. So, dich nehmen wir einmal mit. Dann sollte das ja eigentlich funktionieren. Ja, die Donnerblume kriegt ihr nicht gehoben, aber Steine und Krüge. Die sind alle sehr viel leichter. Reicht das von der Höhe? Bei weitem nicht. Hm. Eine andere Sache eben mal ausprobieren. Muss mal einmal kurz hier mal rein. Auch wie schön, dass er da oben Donnerblumen, Krabbelminen hat. Komme ich nur leider nicht dran. Wie kommt man da oben eigentlich noch mal hin? Friedhof, ne? Das Rennen gegen Boris in der Zukunft. Stimmt, so war das. Wo gibt's die Hymne des Sturms? Wenn ich das wüsste. Schnappen wir uns das Huhn nochmal. Na? Was, wenn ich von hier aus auf die Baustelle fliege und von der Baustelle dann weiter dann darüber? Vielleicht funktioniert das ja. Ich glaube es zwar nicht, aber Versuch macht klug, wie man so schön sagt. Nein. Okay. Dann halt doch auf dem Vulkan. Ripp unser Holzschild. Wollten wir eh nicht mehr haben. Der ist hässlich. Wobei, Moment, nee, bevor ich das mache, gucke ich erstmal nach, wofür ich das mache. Am Ende ist es eh komplett umsonst, weil da oben, keine Ahnung, dann nur ein Fuffi drin ist oder so. Dann kann ich mir das auch gleich sparen. Okay. Danke, Spiel. Danke für die Bomben. I guess. Okay. Für was würde ich das denn tun? Für Pfeile! Gut, dass ich es nicht getan habe. Ist in dem Stein immer Bomben drin oder war das jetzt einfach nur der größte Zufall des Universums? Wahrscheinlich wirklich der größte Zufall des Universums. Was? I can't. Aber das bedeutet, ich kann da potenziell aus dem Stein Bomben kriegen. Das heißt, ich würde das gerne noch ein, zwei Mal wiederholen. Wenn das ein Stein ist, der Bomben haben kann. Oder auch einfach gar nichts. Ich glaube, ich krieg da nie wieder Bomben raus. Das Spiel wäre echt einfach mal gnädig. Wobei ich sagen muss, es war einfach... Der Moment war einfach genial, wo ich das Ding gegen die Wand werfe und dann kommt ein Bomben raus. Und ich denke mir so, hä? Bin ich jetzt blöd? Okay, wir haben 5 Bomben. Mit diesen 5 Bomben, die müssen alle sehr... exakt platziert werden. Eine Bombe für Dodongo. Eine Bombe für die versteckte Lichtung. Plus 2 Stöcke für die versteckte Lichtung. Okay, das heißt 3 Bomben. Ich könnte mit den Bomben die Löcher hier in der Wand aufsprengen.
auf dem Weg hier nach oben. Also die hier zum Beispiel. Weil da sind auch Truhen drin. Dachte ich. Hab ich den getötet? Die Skulptur kann ich ignorieren. Ich komme eh nicht dran. Da oben ist nur ein blaues Elixier. Dann machen wir das hier auch einmal auf. Ich kann da klettern? Stimmt, ich kann an diesen Wänden ja klettern, ja. So, das ist einmal noch das letzte Käferloch. Erstmal. Ich nehme jetzt erstmal noch keine neuen Käfer mit, weil das nächste Käferloch ist halt, oder ich glaube, das einzige Käferloch, was uns noch fehlt. Du nervst gerade, ne? Das einzige Käferloch, was uns, glaube ich, noch fehlt, ist nur noch das in der Wüste. Oh, wie treffe ich euch jetzt hier? Kann ich dich bitte mal anvisieren? Ich dachte, wenn ich ihn anvisiere, dann kann ich ihn vielleicht treffen, aber nein. Ja, fast. Na, von ein bisschen weiter hinten. Na gut, dann benutze ich halt meinen Stock. Yay. Für ein Skulltula-Symbol. Problem ist, ich muss immer noch die Skulltula irgendwie töten. Ich könnte es mit dem letzten Stein da versuchen, der da noch liegt. Viel zu legit. Nico, danke für 33 Monate Treue. Super geil von dir. Muss ich nur noch Glück haben, dass ich da so weit hochwerfen kann. Also ja, kann ich. Ich müsste halt nur treffen. Aber wir können das, glaube ich, eh einmal kurz resetten. Die Wand ist ja jetzt offen. Du kannst Bomben nehmen. Nee. Wer nutzt denn bitte Bomben, um Gegner anzugreifen? Oh Gott, hier brauche ich auch noch eine Bombe, um weiterzukommen. Dann ist ja mein Bombenlimit ja noch weiter gesunken. Das heißt, eine einzige Bombe darf ich noch verwenden. Nee, Sprungangriff wird im Stapel. Ich habe ja auch nur noch 5 Stäbe. Ihr müsst bedenken, ich kann nur noch 5-mal angreifen. Wie, das hat nicht geklappt? Ich habe die voll erwischt. Die ist einfach immun gegen Steine. Also muss ich wahrscheinlich jetzt den Stab verwenden. Ich gucke erstmal weiter oben. Da ist noch eine Truhe mit... ein Loch mit einer Truhe drin. Meine ich. Gucken wir dort zuerst. Und machen noch einen kurzen Abstecher zum Shop der Goronen. Einfach nur um zu gucken, was die nochmal hatten. So. Oh, nice. 5 Bomben. Okay. Sehr gut. Ja, das war sogar wirklich mal eine gute Truhe. So. Lass mich mal einmal kurz hier hin. Ja. Gut. Hat sich das auch erledigt. Wobei, Moment, Stöcke kann ich ja eigentlich mir erfarmen hier, ne? Ich hoffe, ihr habt die nächsten 5 Minuten nichts vor. Das war's gut.
Skulptulas noch und du kriegst eine Belohnung. Ist halt die Frage, sind das Skulptulas für dieses Spiel oder sind das Skulptulas für das andere Spiel? Wir können mal gucken. Das ist eine normale Skulptur, das ist Ocean. Ja komm, nehmen wir mit. Das ist die 9. Und das ist die 10. Das heißt, wir können uns eine Belohnung abholen. Was hat er eigentlich? 50, 120. Ja komm, wenn ich gerade hier bin, nehme ich die eine für drüben auch noch mit. Ja, der Corona ist wirklich... Hi, bye. Hi, bye. Hi, bye.